Unsere heutige Figur nennt sich Swing In, Swing Out. Und diese Figur wird auf der Linie getanzt. Deswegen werde ich euch zuerst erklären, was man unter auf der Linie tanzen im Discofuchs versteht. Auf der Linie tanzen bedeutet, wir tanzen auf so einer Art dreispurigen Autobahn. Auf dieser Autobahn ist die Dame gewissermaßen die Mittelspurschleicherin, die immer auf der mittleren Spur und immer gleichstellend tanzt. Das sind die zwei wichtigen Regeln für die Dame. Also sie ist auf ihrer gedachten Linie, da geht sie nicht runter, da bleibt sie drauf. Und sie hat immer die gleiche Bewegungsenergie. Sie wird nicht schneller und sie wird nicht langsamer. Der Herr ist gewissermaßen der andere unsympathische Autofahrer, der mal links und mal rechts überholt, der vielleicht auch mal in der Mitte drängelt. Das heißt, der alle Spuren benutzt, gewissermaßen in Abhängigkeit von der Figur, die er tanzt. Also ich mache das mal vor. Wir haben hier unsere Mittelspur, wir haben eine Spur rechts und wir haben eine Spur links und unsere Dame bleibt immer auf dieser mittleren Spur. Ich kann hier einen Biegeschritt tanzen, da tanze ich, ich mache auch das, ich tanze auf die Dame zu, ich bedränge sie gewissermaßen ein bisschen und dann geht sie mir so ein bisschen aus dem Weg. Ich kann auf dieser Spur natürlich auf die Seite gehen und kann dann die Dame in Anführungszeichen überholen. Ich kann natürlich auch auf die andere Seite gehen und auf der anderen Seite überholen. Ich mache das immer so, wie es mir halt gerade passt. Bei Swing In, Swing Out gehe ich hin, ich tanze vorher einen Liegeschritt. Bei Schritt 1, bei 2 gehe ich von der Spur runter und 3 habe ich meine Spur gewechselt. Ich drehe die Dame auf meiner rechten Seite ein und ich führe sie zurück. Bei 2 gehe ich wieder auf die Spur, die ich für die nächste Figur brauche. Und 3, also über 2 oder 3, gehe ich auf die Spur, die ich für die nächste Figur brauche. Wenn ich quasi nach dem Swing In, Swing Out wieder einen Liegestuhlschritt halte, gehe ich zurück auf die Spur. Wenn ich nach dem Swing In, Swing Out etwas anderes tanze, dann bleibe ich auf der gleichen Spur. Oder ich wechsle die Spur, um auf der anderen Seite ein Swing In, Swing Out oder etwas anderes zu tanzen. Von der Führung her sieht es so aus, dass ich die Hand der Dame zu mir hinführe und dann in einer Kurve nach links bewege, von mir aus gesehen. Dadurch drehe ich meine Dame ein. 1, 2, dann kommt und 3. Bereits bei 3 beginne ich die Dame zurückdrehen, damit sie bei 1 eigentlich schon wieder zu mir schaut. Bei 2 richte ich mich für die nächste Figur aus und 3. Also flüssig, ich tanze hier. 1, 2 und zurückdrehen, 2 und 3. Für die Dame gilt hier die Regel bei den Drehungen, bei der Rechtsrunde, ich mache einen Schritt gerade vor, ich drehe mich, ich habe die Füße fast geschlossen, ich tanze mein und 3. Bei der Linksdrehung für die Dame, ich drehe früh ein, also ich habe bei 1 schon mindestens ein Viertel gedreht, bei 2 drehe ich fertig und 3, also nochmal vor, fast geschlossen und 3, Vierteldrehung, fertig drehen und 3. Viel Spaß beim Tanzen.